So, wir können, guck mal, wir können alles machen, Alter. Wir können alles machen. Wer ist denn das? Okay, Chat, wir verlegen fucking Minecraft nach hinten, Alter. Oh mein Gott, alles doppelt hier gerade. Wir spielen jetzt mit Ju. Also. Ja. Wir spielen eine Runde Scribble. Voital, willkommen im Wolfsmagen. Willst du im was? Im was? Im Wolfsmagen? Digga, du hast noch nie einen Stream von mir gesehen, ne? Nee, natürlich nicht, weil ich ja in jedem Stream nur beleidigt werde. Warum soll ich mir da Streams angucken? Ja, merkst du selber. Ja, stimmt. So, guck mal, wollen wir Scribble.io spielen? Oder wollen wir uns, wir können uns auch zusammen Videos angucken und darauf reagieren und Leute flamen und fertig machen. Wir haben die Möglichkeit, alles zu tun, Ju, okay? Oha! Wir können alles machen. Wir können alles machen, Alter. Wir können gemeinsam Streamerinnen oder Streamer angucken und dann sagen, sind die cool oder nicht. Wir können sogar theoretisch, können wir jetzt zusammen, Alter, wir können alles machen. Das ist krass. Aber was machen wir jetzt? Miguel Pablo hat ein neues Video hochgeladen, by the way. Es tut mir leid, schon wieder so das 80. Es tut mir leid, Video in den Trends. Warte. Hast du gesehen? Hast du schon geguckt? Nee. Das ist 1 Minute 30. Oh, der sieht auch immer verbitterter aus. Warte. Pass auf. Du musst jetzt, okay, jetzt wird's schwierig. Jetzt musst du nämlich nicht, sagst du nicht leaken, okay? Pass auf. Ich schick dir jetzt hier einen Link rein, ja? Den öffnest du, aber du musst jetzt gleich direkt Vollbild machen, okay? Dann können wir uns zusammen dieses Video angucken. Verstehst du? Ja. Okay. Dann müssen wir Vollbild machen direkt. Dann machst du auch Vollbild. Hast du geschickt? Ja, habe ich hier reingeschickt. Ja. So, dann kannst du F11 drücken im Browser, dann sehen die Leute das nicht. Sonst kommen die in den Raum rein und dann sind die ganze Zeit Gay-Pornos drin. Nicht, dass es mich stören würde, aber ich will meinen Kanal noch nicht verlieren. Oh mein Gott, okay. Okay, gut, sag mir, wenn du ready bist. Ja, bist du in diesem Moment. Raum drinne? Du musst in diesen Raum reinkommen. Ja, ich hab diese. Okay. Ich schätze mal, ja. Pass auf, dann, warte, ich mach ganz kurz einen Test, okay? Ich schreibe in den Chat, hallo, Ju. Du Maus. Siehst du das? Nee, Moment. Ich muss erstmal hier. Ja. Moment. Maus. Ja. Okay. Mhm. Ja. Moment. So. Und jetzt drückst du F11 und dann ist das direkt auf groß. Dann sieht man oben den Link nicht mehr, weißt du? So, okay. Ich bin jetzt gerade ganz bei dir. Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich sehe jetzt gerade nur das Face von Miguel Pablo. Genau. Genau. So, jetzt hast du F. Du hast was reingeschrieben. Drück F11. Habe ich schon. Gut, und wenn ich jetzt das Video starte? Ja, dann starte er das Video. Perfekt, dann können wir jetzt umschalten. Dann kannst du jetzt deine Szene anmachen, okay? Bist du bereit? Ach, die habe ich schon an. Ja, dann fangen wir doch an einfach. Dann gucken wir uns das Video von Miguel Pablo jetzt an, wie er sich zum 400. Mal, ja moin, entschuldigt. Das ist geil. Der ist immer dasselbe. Miguel. Aber Hauptsache ist, es tut ihm leid. Moment mal, aber das ist doch Vollbild. Ja, das ist Vollbild, ja. In diesem Video entschuldige ich mich bei der ganzen LGBT-Community. Ich entschuldige mich bei jedem, den ich damit verletzt habe. Okay, also alle Leute, die das Video gesehen haben. So. Bei jedem, der sexuell anders orientiert ist. Es tut mir leid. Guck mal, das ist ja auch schon wieder eine sexuell anders orientiert ist. Ist ja auch schon wieder so leicht diskriminierend, wieder, Alter. Da sieht man halt schon wieder, dass er es wieder nicht verstanden hat, Alter. Er wird es niemals checken. Nicht verstanden. Warte mal, Bro, ich lade dich mal kurz in den Squad-Stream ein. Hast du das schon mal gemacht? Ja, habe ich schon mal gemacht mit Andi. Julian Bam. So, lade mal rein. Dann komm mal rein hier, Alter, und dann können wir zusammen Squad-Streamen. Junge. Momento des sogar. Dieser Boy, Alter, dieser Boy. Guck mal, was machen wir mit dem? Was machen wir mit dem? Einmal richtig wachrütteln. Meinst du, der würde sich von uns wachrütteln lassen? Wachrütteln lassen? Ja. Meinst du? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob der darauf Bock hätte. Stream starten, zustimmen. So, Moment. Ich bin drin, Alter. Okay. Ich bin auch. Okay, lass mal weiterschauen, Alter. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Du kannst einfach Pause machen. Er hat seinen Dad ja schon mit in den Stream reingenommen, so, wo ich halt auch dachte, ey, die einzige Möglichkeit, ne, er sich, glaube ich, hätte retten können, wo ich selber sagen würde, okay, gut gemacht wäre, wenn der Vater ihn in seinem Video, wenn er jetzt schon vor die Kamera treten möchte, ihn so krass zur Sau gemacht hätte und einfach nur hart gesagt hätte, es tut mir leid im Namen, weißt du, also im Namen der ganzen Familie, so im Namen von euch allen, es tut mir leid, dass mein Sohn so eine Scheiße gemacht hat, ich werde dafür sorgen, dass er keine Videos mehr macht. So. True. Das Ding ist, er macht halt die ganze Zeit diesen Move, er bringt sich halt die ganze Zeit selber in die Opferrolle, weißt du, was ich meine? Er spielt halt die ganze Zeit diese Opferkarte.
und sagt immer, ja, aber ich hatte ja eine Psychose und sowas. Und der Vater dann auch noch so, ja, mein Sohn ist ja krank und außerdem wollte er ja nur helfen, der wollte ja nur aufdecken, dass es Homophobie in Deutschland gibt. So ein Bullshit, die haben es beide nicht verstanden, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. So, die raffen es halt nicht. Das ist halt immer dieses so, ja, ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Er sieht ja nicht mal, dass er was falsch gemacht hat. Mhm. Das ist ja das Problem. Mann, Alter. Vielen Dank für deinen Resub. Nicht verzeihen. Das, was ich gemacht habe, war falsch. Das weiß ich. Nein, ich weißt du nicht. Ich habe meinen Ruf damit geschädigt. Guck da, siehst du, das ist das Problem. Ich habe damit meinen Ruf geschädigt. Aber nicht, ich habe damit Millionen von Menschen verletzt. Er denkt wieder, Leute, fuck, meine Brand ist in Gefahr. Bro, deine Brand ist im Arsch, Alter. Du hast Scheiße gebaut, Mann. Die war halt auch schon... Nein, die war schon stark vorher, muss man sagen. Also, die MP-Crew war immer... Die war immer stark. MP Army, ja, stimmt, ja. Du hast recht. Und meine Karriere? Meine Karriere? Und nein, falsch. An jeden, der Problem hat, sich zu outen oder oh mein Gott. Sich noch nicht geoutet hat, traut euch. Ja, toll, danke. Traut euch. Bro, das sind genau die falschen Worte, Mann. Das sind genau die falschen Worte. Jetzt noch, es gibt ja diese YouTuber-Apology-Videos, so Best of davon. Mm. Das kannst du direkt da reinschreiben, Alter. Ja. Weißt du, jetzt Boss noch so, kannst du so reintun, es fehlt noch so, dass man jetzt sieht, wie er sich umdreht, an so einem Eimer Zwiebeln riecht und dann noch so eine Träne runterläuft. Weißt du, was ich meine? Ey, es tut mir wirklich so leid, aber ich kann das nicht mehr ernst nehmen, Alter. Wie viele Entschuldigungsvideos willst du noch machen? Du hast noch kein Video gemacht. Vielleicht wird es deine neue Karriere halt, Entschuldigungsvideos. Stell dir vor, er baut Scheiße, okay, Entschuldigung, und baut Scheiße. Bin ich willkommen. ganze Zeit einfach. Einfach so. Ey, das wäre sogar fast schon wieder witzig. Ja, Digga, lass mal bitte zusammen einen YouTube-Kanal machen, wo wir uns nur entschuldigen. Wo wir uns entschuldigen, Junge. Wir machen. Genau, wir machen Entschuldigungsvideos über unsere Entschuldigung. Übel stark. Und dieses Abo-Special einfach so die größte, heftigste Entschuldigung. Dann machen wir einen Entschuldigungssong einfach noch. Oha. Es tut mir doch leid. Shadow Pig, willkommen. Ich bin doch für Junge, Alter. Oh, scheiße, Mann. Dazu euch zu outen. Es ist nichts Schlimmes. Es sollte was Normales in unserer Gesellschaft sein. Ja, Bro. Es sollte oder es ist. Das ist halt auch nicht das Problem. Die Wortwahl. Digga, der Typ braucht wirklich echt einen PR-Berater, Alter. Der braucht wirklich einen PR-Berater, Mann. Der braucht wirklich jemanden. Berater. Alter, also ganz ehrlich, Mann, das Beste wäre jetzt wirklich, wenn du sagst, so, passt mal auf, ich gehe jetzt hin. Und lass das jetzt mit den Videos erstmal wieder für eine Zeit bleiben. Ich reflektiere jetzt und komme dann als gelehrter Mönch zu Mönch zurück Mönch. Und verstehe, was ich für eine Scheiße gebaut habe. Aber er gettet es nicht, Mann. Genau, das ist halt auch sein Fehler. Er hätte einfach eine Pause machen sollen. Ein halbes Jahr lang weg. Dann hat Selbstreflexion, braucht seine Zeit. Er kann nicht einfach direkt einen Tag später so machen. Ey, ich bin ein anderer Mensch, tut mir leid. Ich habe einen Fehler gebaut. Richtig. Direkt noch ein, das macht keinen Sinn. Jedes Video wird immer schlimmer. Vor allen Dingen das, was mich hier am meisten ankotzt an der Geschichte, ist, dass er es immer weiter gemolken hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er hat es hier einfach komplett gemolken. So, und er merkt es ja gerade schon wieder. Das ist ja keine Art, was aufzuarbeiten, zu sagen, ich mache jetzt 400 Entschuldigungsvideos, die alle wieder samt monetarisiert sind. So, das ist halt das Ding. Er versucht da irgendwie wieder einen Benefit rauszuziehen und das Beste draus zu machen. Und vielleicht ist sogar dieses Hilflose, ich weiß gar nicht. Also entweder weiß er wirklich nicht, wie man damit umgeht mit der Situation, oder er macht es wirklich bewusst, um damit maximal viel Hype zu generieren halt, um noch weiterzumachen, weißt du, damit wir Affen uns darüber aufregen. Ich kann es mittlerweile nicht mehr einschätzen, Junge. Oha, ja. Jeder aus der LGBT-Community oder auch aus meiner Community kann mir gerne schreiben. Willkommen, Steve. Bei Santa. Gerne bei Problemen, die das Outing betreffen. Ich habe viel Erfahrung sammeln können in der Zeit. Nein, hast du nicht. Einigen Mut zu sprechen. Nein, kannst du nicht, weil du bist nicht die Person, die jemandem Mut zusprechen sollte, Bro. Du hast das für deine eigenen Zwecke instrumentalisiert und genutzt. Du solltest Folgendes machen. Du solltest dich zurückziehen, reflektieren und wiederkommen und sagen, wie ernsthaft du darüber nachgedacht hast, wie sehr du wirklich verstehst, dass alle diese Videos, die du bis dahin gemacht hast, komplett verlogener und hingerotzter Bullshit waren, den du nur aus der Not heraus gemacht hast, entweder wieder ein Video produzieren zu wollen oder dich irgendwie halbgar dazu äußern zu möchten. Und das ist so falsch, Alter. Ja, Revi und Ju, ihr reagiert darauf und gibt ihm jedes Mal Reichweite. Ja, aber es ist ein Thema, über das man reden muss, Alter. Es ist ein Thema, über das man reden muss.
Und das ist auch keine Reichweite, die er im Endeffekt dann quasi für sich nutzen kann. Richtig, so ist das ist ja jetzt nicht, nichts, genau, das ist jetzt nichts, wo er sagt so, oh nice, jetzt hat schon wieder jemand, jetzt hat Unge wieder drauf reagiert, ich wichse mir jetzt darauf ein. Das ist die Sache, man sagt immer so, schlechte Promo ist auch Promo, nicht in allen Cases so auf jeden Fall nicht. Ich hoffe dass er sich das zu Herzen nimmt, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, dass sich das zu Herzen nimmt und die ganzen Reaktionsvideos von Leuten, die wirklich was zu sagen haben, Alter, und da sachlich drauf eingehen, und da gibt es halt Kandidaten wie Monte, die das eher ein bisschen emotionaler machen, was ich auch voll fühlen kann, aber die ihm sachlich erklären, wie man damit umzugehen hat, dass er das versteht, das wäre doch stark, oder? Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, Mann. Und ja. Was? Das war's. Hä? Was war das denn? Hä? 1:30 und das war's. Was? Was, Alter, willst du uns komplett verarschen, Junge? Aber das ist trotzdem, ey, das ist das einzig Gute, dass das Video nicht so lang ist, ohne Witz. Weil je länger der Rede, desto schlimmer wird. Bro, ich hätte es jetzt noch gefeiert, wenn er noch mehr... Hätte Merch-Werbung gemacht. Merch-Werbung, so von wegen, er bringt jetzt so Merch raus, von wegen Say No to Homophobia oder sowas. Das wäre so, wär so ein Drip, den ich ihm auf jeden Fall zutrauen würde. Und dann noch irgendwie so solche Pausen, damit das Video auf 10 Minuten kommt. Das wäre so krass, Alter. Hätte ich ihm zugetraut, ja. Junge. Ey,